Hallihallo, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Pro Contra Germany. Oder sagen wir ho, 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 ho. Es weihnachtet sehr. Richtig. Der gute Flo von Hooker Flo hat uns einen Shot geflowt. Aber nein, er hat uns netterweise einen Shot zukommen lassen. Und zwar ist das eine neue Weihnachtssorte von Seven Nights. Und zwar sind das die Peppernüsse. Die Pfeffernüsse. Wir sind ein bisschen delicious drauf. Was ist hier drin? Seven Nights Pfeffernüsse. Pfeffernüsse kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist dieses kleine Weihnachtsgebäck, ungefähr so groß. Genau, mit so einem weißen Zuckerguss überzogen. Genau, innen mal was weicher, mal was härter, je nachdem, wo ihr sie kauft. Alter, eigentlich sehr geil. Zipper, ey. Ja, ich weiß auch nicht, was du für Zipper benutzt, der Junge. Stellst du dem hier ein? Ja. Wenn die zu sind, sind die zu, das kann man ja sagen. Kommen wir mal zum Geruch. Jeder kennt sie, Pfeffernüsse. Und es riecht definitiv ultra weihnachtlich. Macht ultra Bock auf Weihnachten, definitiv. Also ihr habt auf jeden Fall Zimt, Orange rieche ich raus, so, aber eher so Orangenschalen. Ja, so Raspel. Sehr geil. Ja, Zimt definitiv. Auch so eine leichte Lebkuchennote, so weihnachtliche Gewürze halt. Boah, riecht sehr weihnachtlich. Also macht ultra Bock auf Weihnachten. Man hat dann ultra Bock auf Schnee. Sehr nice. Ja, also ich finde auch, ihr habt ja so einen richtig geilen Orangen-Raspeln-Geruch drin. Auch eine sehr krasse Zimtnote, die uns im ersten Moment so ein bisschen weggeflasht hat. Ja, der war schon ein Brett, meine Damen und Herren. Hier kommt ein Brett. Aber trotzdem, sehr geil. Vielleicht begleitend im Geruch so minimal so eine Vanille. Auf jeden Fall interessant. Mach ich das Ding hier mal so ein bisschen zu. Sehr weihnachtlich auf jeden Fall. Und das Ganze schmeckt hier auch. Also es schmeckt wirklich sehr geil. Ich bin nie so ein Fan von Weihnachtssorten gewesen, weil es viele schlechte einfach gibt. Ja? Und man raucht die auch nur zur Weihnachtszeit. Ja? Man kauft die. Das Einzige, was ich wirklich das ganze Runde Jahr rauchen kann, das ist mein Lieblingsweihnachtstag bis jetzt gewesen, ist der Zuckerstange von Start Now. Der war echt nice. Finde ich geil. Da habe ich mir auch extra Weihnachten noch extra eine Dose mehr gekauft. Und den gönne ich mir auch zwischendurch mal. Der kam aber auch erst in der zweiten Weihnachts-, im zweiten Weihnachtsjahr, wo es die Weihnachtssorten gab. Aber der macht richtig Bock auf Weihnachten. Also ihr habt das Ganze auch wirklich auf den Geschmack wieder. Ihr habt so eine Orange, dann diese Gewürze, diese typischen Weihnachtsgewürze. Wirklich wie so Orangenraspeln mit einer Zimtnote. Vanille lässt sich vielleicht erahnen, aber ich würde es jetzt nicht definitiv rausschmecken. Nee. Aber wirklich sehr geil. Also gefällt mir sehr gut als Weihnachtssorte. Meine Freundin würde jetzt wieder sagen, Zimt. Meine Freundin hasst Zimt. Das ist wieder immer so eine Sache. Dann ist das so eine Dose, die ich mir dann hole, die ich dann immer alleine rauchen kann, wenn sie nicht da ist. Und zur Weihnachtszeit haben wir gemeinsam frei. Das ist schon wieder für den Arsch, da kann ich es nicht rauchen. Es sei denn, ich mache mir eine extra Pfeife an. Aber ich finde den echt gelungen. Also ich muss auch zum Geschmack sagen, ihr habt erstmal so richtig schön diese Raspeln, dieses schöne Orangige. Ja? Finde ich sehr geil, spricht mich auf jeden Fall sehr an. Obwohl ich momentan, ist das momentan schon eine lange Zeit so, oh, Orange, tot geraucht. Finde ich hier aber sehr geil getroffen. Auch das gefolgt von so einer leicht kribbelnden Zimtnote, die auch richtig Bock auf Weihnachten macht. Also so Zimt, so weihnachtsgewürzmäßig, finde ich sehr geil getroffen. Da könnt ihr auch ein bisschen mit spielen. Also wenn ihr dem ein bisschen mehr Hitze gibt, kommt diese Zimtnote was krasser genau rüber. Hatten wir am Anfang die Kohle in die Mitte gelegt, um den direkt Bombe anzurauchen. Da war diese Zimt, wirklich so eine leicht scharfe Zimt im Vordergrund. Wenn man dann wieder ein bisschen nach außen legt und ein bisschen weiter raucht, dann ist sie so mehr im Hintergrund. Schon eine geile Zimtnote. Auf jeden Fall. Aber nicht so... krass, wie wenn ihr den Vollhitze gibt. Von Zimtnoten finde ich diese hier, glaube ich, von allen, die ich bis jetzt geraucht habe, wirklich am perfektesten getroffen. Finde ich sehr gut. Zimt ist eh immer so eine Sache, finde ich, im Tabak. Ja, Zimt ist immer sehr schwer. Hier finde ich es wirklich sehr gut getroffen. Ich habe an dem Tabak so eigentlich nichts zu meckern. Es ist halt eine Weihnachtssorte, raucht man halt eigentlich auch nur zu Weihnachten. Aber dafür ist sie wirklich sehr lecker. 200 Gramm sind wir hier bei 14,90 €. Geht auch vollkommen klar. Genau. Seven Nights ist
ein bisschen klebriger wie normal, genau, aber auch so gut wie gar keine überschüssige Molasse, wenn überhaupt welche vorhanden ist, ist gut eingezogen. Genau. Aber halt ein bisschen klebriger, auch wieder ein bisschen lockerer in den Tabak, in den Kopf bauen und dann geht das vollkommen safe klar. Genau, dem kann ich dir nur zustimmen. Also ich finde, wenn, oder die Sorte ist ja jetzt draußen, wenn ihr die Gelegenheit habt, da mal ranzukommen und ihr habt so richtig Bock drauf, so das mal zu rauchen, probiert den auf jeden Fall. Also das ist eine Weihnachtssorte, die mir wirklich richtig gut schmeckt. Da kann man nicht dran meckern. Finde ich richtig gut getroffen. Definitiv nicht. Also gibt es echt nichts zu makeln. Probiert sie aus. Gönnt sie euch mal, wenn ihr auf so Weihnachtssachen steht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die anderen schon probiert habt, weil die haben ja einige rausgebracht. Ja, ich glaube, ja 6-7 Stück oder so. Ei-Ei-Likör oder Ei-Ei-Ei-Likör und Ei-Ei-Ei-Likör, Weihnachts-Ballermann oder genau, wie alle genau, heißen. Das ist der Glühwein. Alles Mögliche. Wie gesagt, wenn ihr schon was abgecheckt habt, schreibt es in die Kommentare rein. Lasst uns wissen, wie die sind. Vielleicht gönnen wir uns die ein oder andere Sorte auch noch. Ja, qualmt auch wie Hunde. Kaufen könnt ihr das, weil er uns netterweise den Shot zugeschickt hat. Natürlich bei Hookerflow im Shop. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, ist ein guter Junge. Genau. Oder halt, wenn ihr da aus der Nähe kommt, bei den ganzen Four Shisha Shops. Genau, Essen und wie sie alle heißen. Duisburg und wenn ihr da glaub, Shisha aus Dortmund auch, ich weiß es nicht. Genau. Wenn ihr da seid, keine Ahnung, in Essen, tritt der Marvin mal in den Arsch mit einem schönen Gruß von uns. Richtig. Ansonsten den Omar könnt ihr mal drücken, wenn ihr da zufällig dabei seid. Mr. Doppelapfel. Genau, Omar Doppelapfel. Ich habe gehört, da ist eine kleine Geiselnahme von Dennis gewesen. Finde ich sehr cool, Dennis, wenn du das Video siehst. Fand ich eine sehr lustige Aktion. Ja, ich habe mir deine Snaps ausnahmsweise nochmal angeguckt. Fand ich lustig. Du weißt Bescheid. In diesem Sinne bleibt uns nichts weiteres zu sagen, als ein locker, flauschiges Ho, Ho, Ho und bleibt geschmeidig.